Am wichtigsten ist es mir, Menschen zu verändern. Es ist egal mit was, ob es mit Gesang ist, mit Tanz, mit Schauspiel oder mit Essen. Mein Traum wäre es, dass ich ein eigenes Restaurant aufmache, was ganz Besonderes hat. Ich freue mich jetzt schon, ins Café Bittersüß zu gehen, weil ich da ganz viel von der Sanje erfahren werde, wie ich meine Ziele erreichen kann. Sie hat ja fast den gleichen Weg eingeschlagen wie ich und deswegen hoffe ich, dass sie mir viele Tipps geben kann. Hallo. Hi. Rico. Sanje, grüß dich. Du hast hier deinen Laden und ich würde dich gern fragen, wie hast du das geschafft? Wie hast du dein Ziel also erreicht? Das Ganze zu realisieren war natürlich eine Herausforderung. Aber Gott sei Dank hat man so ein bisschen Geld gespart gehabt. Meine Eltern haben mir ganz großzügig was dazu gegeben. Und da musste ich auch einen Mikrokredit aufnehmen. Es ist in einer sehr kurzen Zeit zu einem Kiezcafé geworden. Das ist auch mein Input, weil ich das auch so wollte. Und es ist ein sehr schönes Gefühl geworden. Das Gefühl, dass man angekommen ist, dass Menschen einen annehmen, auch in der Nachbarschaft. Es ist ja echt cool, dass du im Kiez sozusagen angekommen bist. Aber würdest du sagen, dass es schwerer ist, als Person mit Migrationshintergrund an deine Position zu gelangen? Als Person mit Migrationshintergrund erfolgreich zu sein, also beruflich erfolgreich zu sein, denke ich, ist in dieser Gesellschaft auf jeden Fall schwieriger. Also es sind auch meine Erfahrungen insgesamt. Wenn du aber als Gastronom dich selbstständig machen möchtest und eine gute Idee hast und wirklich Power hast, das zu machen, inspiriert bist, motiviert bist. Und wenn du genau weißt, wie du das dann an die Leute bringst, dann denke ich mir, kannst du auch sehr erfolgreich sein. Ich hätte da ein paar Fragen, ob du mir vielleicht ein paar Tipps geben könntest für mein Restaurant, den ich dann eröffnen möchte. Sei einfach in einer Position, wo du das Gefühl hast, du kannst mit deiner Zeit umgehen, wie du willst und musst dich nicht einschränken. Du brauchst meistens mehr Kapital, als du denkst am Anfang. Und ab und zu, auch wenn du viel arbeiten musst, musst du halt auch dich um dich selbst kümmern. Es ist wichtig, dass wir als Menschen mit einem anderen Hintergrund uns auf keinen Fall darauf begrenzen, was wir werden können, eventuell, was das System uns erlaubt zu werden oder was so typische Berufe sind. Wir wollen auch mehr schaffen, Besseres schaffen und Berufe machen, die uns Spaß machen, die unsere Träume sozusagen auch wiedergeben.